und den Briganten ermordet haben und den Verfassungsschutz, dass nur wenn wir innerhalb der Gesellschaft Rassismus bekämpfen, können solche Morde und Vertuschungen verhindert werden. Wir wollen in einer anderen Gesellschaft leben. Wir haben genug Rassismus in den Institutionen, in der Politik und im Alltag erfahren. Es reicht. Wir fordern deshalb konsequente Bekämpfung des Rassismus in all seinen Facetten in Politik, Alltag und Institutionen. Abschaffung des Verfassungsschutzes. Abschaffung aller ausgrenzenden Gesetze. Schluss mit der diffamierenden und kriminalisierenden Integrationsdebatte für eine rassismusfreie, gerechte, emanzipierte und solidarische Gesellschaft. Also wir brauchen keinen Verfassungsschutz, besonders hier in Deutschland, weil ich meine oder denke ich, dass das diesem Verfassungsschutz nach dem Zweiten Weltkrieg auch von den damaligen Nazis gegründet und weiter die Nazis sind aktiv da drin im ganzen so Ecksteine der Amt. Weil man sieht auch ganz genau jüngstlich die Bericht von den Mecklenburg-Vorpommern, dass die nur die sozusagen in Mecklenburg-Vorpommern, die Nazis haben Flüchtlinge ermordet, die Nazis haben viele Flüchtlinge angegriffen und dann viele Aktionen gehabt und dann Gewaltaktionen und da steht fast gar nichts über die Nazis und die NPD, aber zu den jungen Leuten, die gegen Nazis sich engagieren, dann die haben versucht, den alle kriminalisieren aus Internet, die, weiß ich nicht, Zitaten genommen und den anderer Seite versuchen, die Vereinen, die Aufklärungsarbeit machen, auch zu kriminalisieren. Da finde ich ein so unerträgliches, unakzeptables demokratisches Verhältnis. Statt Verfolgung, Kriege, Diskriminierung und erlebte Not anzuerkennen, schüren nun auch Politiker und Politikerinnen wie Bundesinnenminister Friedrich und die Landesinnenminister Schünemann aus Niedersachsen und Cafier aus Mecklenburg-Vorpommern rassistische Ressentiments in der Bevölkerung. Also persönlich natürlich, ich kenne den Mehmet Turgut nicht genau, der hier ermordet wurde, in Rostock ermordet wurde, aber nachhinein habe ich Verwandte von Mehmet Turgut kennengelernt, die total traumatisiert waren, die sind immer noch traumatisiert. Das war der Fehler der Verfassungsschutz, das war der Fehler der Ermittlungsbehörden, das war der Fehler der Politik. Also die haben die Verwandten, Bekannten von den Opfern traumatisiert mit ihrer sozusagen den rechte Seite zu auszudrücken oder nicht zu schauen.